Alambik, es geht los. Was? Sie schlüpfen? Ach du liebe Zeit, sie schlüpfen. Ist sie süß. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Sie sind so niedlich und so groß. Glückwunsch, Katsumi. Oh Gott, die fliegen schon alle herum hier. Lasst uns die 6 kleinen Küken in der Welt willkommen heißen. Oh, ist das niedlich. Oh. Ja, eigentlich hatte ich vor, euch erst hinzuzuschalten, wenn ich bei der Höhle angekommen bin, wo wir das Liedfragment heute holen. Wollte vorher nochmal schnell mit Katsumi die Sache machen. Also hat diese tägliche Sache damit gemacht. Okay, ich kann sie jetzt nicht wirklich willkommen heißen. Also ich kann ja anscheinend nichts machen. Das war anscheinend nur so ein Spruch hier von ihr. Ja, aber dann ist das passiert und ich kann nur sagen, niedlich, niedlich, niedlich. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass wir überhaupt noch die Eier haben, die schlüpfen können. Wirklich jeder möchte hierher ziehen. Ist das nicht wundervoll? Wo sollen wir sie unterbringen? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich habe so langsam aber sicher keinen Platz mehr. Ist das jetzt hier im neuen Bereich? Nee, Pallas kleines Haus. Okay, ich bin noch im alten Bereich. Dann ist gut. Ich versuche gerade verzweifelt. Achso, ich kann mich ja abholen. Ich bin auch so intelligent heute. Ich bin gerade so abgelenkt. Es tut mir leid, dass ich den jungen Papa jetzt mal eben stören muss. Aber er muss mich mal kurz zum neuen Gebiet bringen, wo wir eigentlich jetzt auch... Achso, da können wir, glaube ich, noch was genau beanspruchen. So, Stadtzufriedenheit 7%. Okay, um den Rest kümmere ich mich allerdings gleich. Wobei wir jetzt hier noch einen haben, die einziehen möchte. Was möchtest du denn? Ein Gasthaus. Ah, perfekt. Ja, dann komm doch mal bitte einziehen. Moment. Ich habe ein großes Haus. Da habe ich gerade noch keinen Platz. Aber da können wir zumindest schon mal jemanden reinsetzen. Moment. Was habe ich denn jetzt hier wo? Ach, Das ist doch... War das jetzt die Wald... Da oben ist der Wasserfall. Den Wasserfall habe ich mir noch gar nicht angeguckt, wenn ich jetzt... Doch, das ist aber die Waldregion. Das irritiert mich gerade. Das sieht fast aus wie die Region davor. Gut, dann gehen wir mal ganz schnell in das Haus, sodass wir... nee... Moment, wo habe ich jetzt gerade drauf gedrückt? Ach so, ich habe 2 freigeschaltet. Ah, okay. Okay. Dann machen wir das anders. Dann gehen wir nämlich auf das Gasthaus und stellen Lotti dort ein. So, die kann sich nämlich jetzt erstmal um die Leute kümmern, die hier ankommen. Jetzt muss ich nur mal eben schauen. Wie sind wir jetzt zu dem Liedfragment gekommen? Wenn das jetzt nicht direkt hier vorne ist, dann schneide ich den Rest mal eben raus, weil ich wahrscheinlich... Ah, nee, das war, glaube ich, sogar hier. Genau. Schwupp. Schwupp. Nicht ins Wasser reinfallen, bitte. Höhle des Gedeihens. Genau. Haha. Oder? Doch, das war, glaube ich, hier. Wenn wir jetzt gleich hier nach rechts gehen. Ja, das sieht gut aus. Dann wollen wir mal schauen, was wir hier machen können und sollen. Da hinten ist ein bisschen was verschüttet. Okay, wir sind offenbar in Atlantis ausgekommen. Haben jetzt aber erstmal in Anführungszeichen nur eine Kugel, die wir nutzen müssen. Das ist laut hier mit dem Wasserfall. Ich hoffe, ihr versteht mich noch.
Oh, nein! Oh, ich dachte gerade echt, das Ding geht runter und dass ich jetzt nur eine kurze Zeit habe, überhaupt darüber zu springen. Das wäre nämlich jetzt richtig doof. Wir müssen jetzt da links rauf, genau. So, machen wir das mal eben schnell. So, gehen wir mal aus dem Weg hier. Nee, da. Das wäre richtig blöd, vor allem, wenn wir das Teil mit dabei hätten. So, wir müssen auf die Seite. Und dahin. Boah, das war jetzt ein bisschen... So. Hier geht's weiter. Hoffe ich. Was haben wir hier? Knopf. Hallo? Und jetzt? Moment. Also ich komme da hinten hin. Das habe ich jetzt schon gesehen. Dann käme ich theoretisch nach oben. Und wo muss ich dann da hin? Oh Gott. Springe ich ja garantiert falsch. Oh, wieso ging das Ding jetzt nicht an? Hilfe! Oh Gott. Okay. So, das nehmen wir mit und dann wissen wir nicht mal, wie wir weiterkommen. Ich weiß gerade wirklich nicht, wie ich weiterkomme. Moment. Ich kann das... Ach so, da hinten... Ah. Man sollte auch gucken, ne? Okay. Dann... Müssen wir dahin nämlich mal an. Eieiei. Oh Gott. Ah! Ich kriege hier eine halbe Herzattacke. Okay, da hinten ist ein weiterer Knopf. Ich gucke jetzt aber mal erst. Also ein Schalter, kein Knopf. Aber erstmal, ob wir das hier oben irgendwo... Da ist der eine. Nee, da müssen wir anscheinend nicht hin. Okay. Schau. Ich glaube aber nicht, dass man mit dem Ding hier hochspringen soll. Hilfe. Ich schau trotzdem mal eben... Ah nee, von da sind wir reingekommen. Oder? Ich habe gerade voll die Orientierung verloren. Moment, da geht's runter. Da ist alles eingestürzt. Das müsste doch der Weg sein, den wir eigentlich am Anfang nicht genommen haben. Oh, Hallöchen. Oh nein, dann, wenn ich den jetzt anspreche... Ah! Wenn ich den an... Oh, shit. Wenn ich den anspreche, muss ich das Ding wieder fallen lassen. Oder kann ich den ansprechen, wenn ich das noch in der Hand habe? Kann ich nicht. Ah, Mist. Naja, das ist doof. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Lust, die ganze Strecke jetzt wieder zurückzulaufen. Dann gucken wir mal. Das sollte der Eingang eben gewesen sein. Ja, das hatte ich ja gesagt. Dass wir da unten dann doch weiter rumgehen. Das war hier. Und dann mal schauen. Da unten ist auch was Leuchtendes. Also es scheint immer so ein bisschen niedriger zu gehen. Oh Gott. So. So. Okay, das legen wir erstmal hier rein. Wobei, ich hoffe, ich komme dann jetzt auch wieder zurück. Okay, das geht auf. Okay, sehr gut. Dann gehe ich auf jeden Fall nochmal eben das Immerling-Kind holen. Das dürfen wir natürlich nicht hier drin lassen. Das hat doch Angst, so ganz alleine. So.
Gut. Okay, also ich hätte vielleicht doch am Anfang jetzt erstmal nach rechts hochgehen sollen. Ich habe nur gedacht, vielleicht ist da noch irgendwas, wo wir dann danach hin müssen. Ja gut, es sieht so aus, als ob wir hier später tatsächlich noch durchkommen. Wie, ich habe ihn nicht zum letzten Mal gesehen, hä? Was war das gerade für ein Spruch? Okay, dann schauen wir mal, wie wir da jetzt weiterkommen. So, wieder hier zurück. Oh, Raupe, nerv mich jetzt hier nicht. Ich muss den Weg jetzt hier richtig hüpfen. Nein! Och, ich wusste es. Da will man einmal etwas schneller sein mit dem Hüpfen und schon nimmt er das nicht richtig an und springt dazwischen. Also nicht zweimal hintereinander, also sprich hüpfen, nach vorne laufen, hüpfen, sondern immer kurze Pause dazwischen machen, dann sollte das auch funktionieren. Sagte sie und versucht es gerade fast wieder. Okay. So, hier ist es jetzt auch wieder ein bisschen leiser. So, jetzt können wir das machen. Das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass das dann nämlich wieder runter geht und dann wären wir nämlich nicht mehr zurückgekommen. So, ach, geh mir doch mal aus dem Weg, hier nerv mich doch nicht. So, hier geht es nur ins Wasser rein. Das heißt, theoretisch müssen wir da wieder zurück. Ich denke, das ist das nächste, was wir da vorhin gesehen hatten, was leuchtet. Was wir einsammeln müssen. Oh. Was haben wir denn da unten? Nummer 2. Wo wir es reintun müssen. Okay. Ah. Ich würde ja normalerweise sagen, dass wir jetzt wieder hoch müssen. Weil wir hier nicht weiterkommen. Okay, jetzt bin ich einigermaßen verwirrt. Da hinten kommen wir ja auch nicht weiter in den Sinn. Da kommen wir ja nur wieder. Moment. Da kommen wir auf jeden Fall hoch. Das ist aber doch das, wo wir eben waren, ne? Ja, doch, das ist die Kugel. So, Moment, wir kommen ja hier noch runter. Da ist was verschüttet. Da kommen wir nicht hoch. Das bringt uns auch nicht weiter, aber da kommen wir auf die andere Seite. Oh, ist das euer Ernst? So, haben wir da hinten denn irgendwas? Oh, das war jetzt aber wirklich sehr knapp. Okay, da denke ich mal, werden wir nichts haben. Nee. Schauen wir mal hier oben. Da kommen wir auch nicht weiter. Okay. Vielleicht war hier doch irgendwas, dass wir hier um die Ecke müssen mit den Dingern. Kommen wir, glaube ich, auch hin, ne? So. Da komme ich gar nicht weiter, genau. Das war jetzt aber auch sehr knapp. Ich schaue mal eben unten, bevor wir hochgehen. Ja, da ist gar nichts. Dann gehen wir mal hier hoch. So. Ah, da ist es. Perfekt. Hä?
Ich habe jedes Mal wieder Panik, dass ich irgendwo ins Wasser fallen könnte und alles wieder weg ist. Okay, noch eine Ebene tiefer. Oh Gott, hört das nochmal irgendwann auf? Ich meine, wir sind ja jetzt fast ganz unten angekommen. Jetzt können wir hier... Theoretisch, da müssen wir hin. Da, achso, da ist so ein Ding. Oh, das war jetzt aber ganz knapp. Das war jetzt... wow. Oh. Ich hatte gehofft, dass das funktioniert, aber dass das so knapp ist, habe ich jetzt nicht gedacht. Jetzt sind wir gar nicht da, was ich gerade gesehen habe. Moment. Wo ist mir denn da hin? Da oben lag doch jetzt eben so ein Ball, so eine Kugel habe ich doch gesehen. Und hier können wir auch noch hoch. Da oben ist wieder was. Oh Gott. Ja, aber klar, das sind natürlich die, die wir schon reingemacht haben. Ich bin auch doof. Weil wir müssen ja nach unten. Theoretisch. Könnte man da auch noch was holen? Oder kommen wir da jetzt am Ende weiter? Nee, hier ist auch noch was. Moment, das ist jetzt aber ein eckiges. Ich schaue noch mal kurz vorher. Nee, hier haben wir sonst... Oder? Nee, hier haben wir sonst nichts mehr. Okay, nehmen wir das aber schon mal mit. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wohin. Wobei einer... wo bin ich jetzt? Moment. Einer der beiden muss es ja eigentlich sein. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? ja. Das ist blöd. Ich glaube nicht, dass ich da hochkomme, deswegen komme hier doch auf die Dinger drauf. Ah ja, okay. Okay. Müssen wir denn jetzt hin? Moment. Oh, was ist jetzt los? Meine Maus will nicht mehr. Oh. Dadurch wäre ich jetzt fast in die falsche Richtung gesprungen. Okay. Hier einmal. Jetzt drehen wir uns einmal komplett im Kreis. Ich hoffe, wir kommen dann auch da an, wo wir hin wollen. Oh, ich hoffe nur, dass ich den Weg nicht nochmal zurücklaufen muss. Gut. Wir haben... Na gut, das bringt uns nichts, wenn wir in die Richtung gehen. Und da müssten eigentlich beide... So. Links ist ein eckiges. Nehmen wir das. Nein, nein, nein! Nimm es wieder auf. Oh, wieso setzt er das nicht ein? Hä? Oh, ich dachte gerade schon. Leute, wollt ihr mich verarschen? Oh. Okay, aber wo kriege ich jetzt das Runde her? Hier können wir noch weiter, aber ich glaube, da kommen wir nirgendwo groß hin, oder? Kommen wir doch nur bis zum Ende. Oh, das war nicht so gut. Ist doch nichts mehr.
Nee, also hier definitiv nicht. So. Dann. Na, da aber doch auch nirgendwo hin. Ich meine, theoretisch könnte ich da hoch. Aber ob mir das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Das Problem ist, ich weiß halt auch gar nicht, wo jetzt die andere Kugel ist. Ich sehe die von hier oben auch nicht. Da ist ein Schalter, den habe ich schon benutzt. Theoretisch muss die Kugel ja unten sein. Weil wir immer weiter runtergegangen sind. Die Frage ist jetzt nur, wo? Moment, ich höre hier ein Immerlingkind. Wo ist denn hier ein Immerlingkind? Nein, es ist die Kugel. Ah! Okay, perfekt. Perfekt, perfekt. Ich dachte nur, die Immerlingkinder machen so ein Geräusch. Aber egal. Gut, das ist direkt hier um die Ecke. Ja, geil. Super. Dann können wir da direkt... Oh, danke. Danke, danke, danke. Aber ich möchte hier auch gerne mal bis zum Ende durch. Ich will nicht, dass es jetzt nochmal so zwei Kammern gibt. Ah, nein. Wir haben das Fragment. Oh, wie geil. Das Fragment. Das Fragment. Das Lied Fragment des Gedeihens. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Wo war der Ausgang? Hilfe! Komme ich da überhaupt jetzt so raus? Oder muss ich das jetzt alles wieder deaktivieren? Das ist eine gute Frage. Oh je. Wir laufen jetzt erstmal, soweit es geht, nach oben. Weil das war ja auf der obersten Ebene, wo wir raus... Aber ich glaube, da kann man... Das war auf der Seite, oder? Och, Mann! Ich glaube, das war der Ausgang. Da sind wir ja eben noch das Immerlingkind holen gegangen. Ja, geh mir aus dem Weg. Ihr seid nicht interessant. Ja, genau. Perfekt. Perfekt. Lass mich raus. Ich muss zum Baumherz. Ich dachte gerade, es ist schon so dunkel geworden. Okay. Gut, dann hol mich mal eben ab. Es tut mir leid. Ich möchte, dass du mit deinen Kinderchen spielen kannst. Aber ich möchte auch das Liedfragment einsetzen können. Das war, ach so, das war meine Siedlung da hinten. Wo ist denn jetzt Wiesen... Nee, Alchemiehaus. So. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wo ist. Hilfe, es ist einfach viel zu viel. Da. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viele wir jetzt überhaupt noch brauchen. Ich glaube, 3 Stück oder so. Ich bin mir nicht sicher. Links leuchtet es. Jetzt gucke ich aber trotzdem mal kurz. Hier unten haben wir 3 Stück eingesetzt. Genau. Hier leuchtet es. Also da müssen wir es reinsetzen. Und da ist nochmal einmal, zweimal. Ja, danach nur noch 2-mal. Oh, ist das cool. Oh. Erinnerungen des Immerbaums durchströmen dich. Das Lied wurde für die Kinder zur Lebensweise. Sie akzeptierten es und erforschten es auf eine Art, die ich nie für möglich hielt. Sie erlernten den Weg des Uralten. Sie lernten das Lied des Miora, das ich in meinem Herzen hielt, zu formen. Die Schüler des Liedformens nannten sich selbst Alchemisten. Im Laufe der Zeit nutzten sie Alchemie, um größere Städte zu errichten.
eine neue, blühende Welt auf meinen Ästen wachsen zu lassen. Die Alchemisten gründeten Gilden. Und Meister gaben mir Wissen weiter. Ich war beeindruckt von der Neugier und Vorsicht, mit der sie mit dem Jora in meinen Herzen umgingen. Es war fast so, als ob die Uralten selbst es nutzten. Zusammen gediehen wir für viele Jahrhunderte. Ich war zufrieden, weil ich wusste, dass wir in wahrer Harmonie lebten. Ja, und damit haben wir das bereits zum Einfordern unter B, stand da glaube ich gerade, ne? Ja. Haben wir das nächste Fragment gefunden und eingesetzt. Ich bin so happy. Ah, ist das geil. Vor allem merkt man dann, Vorteil Singradius, sehr schön. Was wollte ich sagen? Vor allen Dingen merkt man dann auch wirklich, dass man weiterkommt irgendwo. Also, dass man ja sich dem Ziel nähert und dann in dem Fall vielleicht auch dem Ende vom Spiel hört sich jetzt ein bisschen traurig an, aber man braucht halt ein Ziel im Spiel, was man erreichen möchte. Und das ist für mich natürlich das Ganze instand zu setzen und ja, euch natürlich auch die Quests zu zeigen, die dann da mit einhergehen. Das ist ein kleiner, oder? Achso, nee, dann ist der Kazumi gerade weg. Ich wollte gerade sagen, die sehen jetzt alle gleich groß aus. Oh Gott, die schweben hier überall umher. Oje, oje, oje. Ja, dann würde ich sagen, aufgrund der Uhrzeit und aufgrund dessen, dass das jetzt alles so schön ein Thema war, sollte sich jetzt noch irgendwas Unvorhergesehenes, also ein Dialog oder sowas ergeben, werde ich das noch hinzuschneiden. Ansonsten verabschiede ich mich erstmal von euch und sag mal bis zur nächsten Folge. Ciao!